Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Stani und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei unserem Rollerprojekt. Und zwar geht es heute darum, worum geht es denn heute eigentlich? Ja, ich glaube, wir werden uns mal den Motor annehmen. Ja, ich glaube, wir werden uns heute mal um den Motor kümmern, weil den Auspuff, den haben wir schön lackiert. Die brauche ich nicht nochmal vorstellen, das machen wir dann. Ja genau, nehmen wir mal uns den Motor vor. Oh, das wird natürlich jetzt ein bisschen... Obwohl, der ist mittlerweile ein bisschen einfacher, seitdem das Hinterrad weg ist. Oh, der steckt da ein bisschen blöd auf. Hoffentlich geht das Ding nicht kaputt. Ja, das ist der Motor. Der Ding ist ein bisschen dunkel, oder? So haben wir doch ein bisschen mehr Licht. Das sieht doch ein bisschen besser aus, glaube ich. Das wird eine dreckige Angelegenheit. Aber naja, gut, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Na, so ungefähr zumindest. Oh, wie sich das anhört. Naja, gut. Aber ich glaube, wir werden erstmal hinten den Variodeckel aufmachen. Kennzeichenhalter abbauen. Ja, ich glaube, so gehen wir einfach mal vor. Oh, hei, hei, hei. Beginnen wir erstmal mit den einfachen Sachen. Cool, um den Vergaser könnten wir eigentlich auch mal uns bald kümmern. Oh, das sieht ja aus. Das sieht aus. Hei, 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 hei. Wir müssen dann nochmal gucken, weil ich glaube, wenn wir schon dabei sind, werden wir auch gleich uns also später ums Getriebeöl kümmern. Das Getriebeöl habe ich bei dem hier noch nie gewechselt. So, so, so. Ach du Schreck. Oh oh, ich habe gerade was gesehen, was kaputt ist an unserem Vergaser. Das sieht nicht gut aus. Seht ihr das? Der ist hier schön abgebrochen. Was auch immer das ist, Mist. So, da sind doch alle Strom ab. Willkommen. So, da haben wir ihn tatsächlich ab. Den schönen Vario-Deckel. So, aber was cool ist, wie ich auch jetzt mein Hinterrad abbekommen habe, das werde ich euch gleich mal zeigen. Mit was für ein Werkzeug. Ja, das ist mein neues Spielzeug. Das ist nämlich der Einhell, warte mal, wie heißt der? CCI W950 mit 2300 Umdrehungen, Halbzeugaufnahme und 450 Newtonmeter Löskraft. Also das ist ordentlich was. Ja, und das Ganze für 60 Euro bei Amazon gekauft, da kann man echt nicht meckern. Warte mal, 19er, was war das hier? 17er. Und ich habe so die Befürchtung, dass es wahrscheinlich eine 18er, ein 18er 6 könnte. Ja, sieht so aus. Brauchen wir denn auch mal? So, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist nur mal das Licht hier rausziehen. Jetzt ist es zwar ein bisschen dunkel, aber wenn wir den mit der Lampe auch noch, weil die auch sehr viel Saft zieht. Nee. Doch nicht, doch eine 19er. Was nur sehr gemein an der ganzen Sache ist, hier steht R und F. R ist links rum. F für Forward und R für Rewind. Rewind, heißt das so?
So, jetzt versuchen wir mal die Kupplung zu lösen. Boah. Oder wir versuchen es vielleicht doch nicht mit einer Schlagschraube. Weil sieht man nämlich, der ist schön durchgedreht, weil die Mutter einfach zu schmal ist. Der hat hier so eine riesen Phase dran. Der kriegt den gar nicht so richtig zu fassen. Jetzt müssen wir das versuchen, ein bisschen mit Gefühl machen. Wo habe ich jetzt nur mein Blockierwerkzeug? Ja, und zwar ist das hier ein Multifunktionsblockierwerkzeug. Das sieht ja aus, ey. Also ich muss sagen, das war auch relativ günstig, aber es gibt immer noch einen kleinen Unterschied zwischen günstig und billig, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den hier reinbekommen. So. Und dann können wir nämlich mit einer 19er Nuss und Gefühl versuchen wir die Schraube hier loszumachen. Sehr viel Gefühl. Ja, jetzt ist die Nuss runter, die Mutter runter. Das ging eigentlich ganz gut mit dem hier. Kostet irgendwie 15 Euro oder so. Also ist wirklich recht günstig. So, nee, warte mal, wir nehmen uns gleich mal wieder eine neue Box. Ruhig auch schon mal mit Deckel. Ach, die hier können wir auch noch irgendwo mit einschrauben. Warte mal, ist hier meine. Hier ist meine Schraube abgerissen. Deswegen habe ich da nicht alle drin. Naja, gut. Naja, gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie wir den ganzen Spaß hier runterkriegen. Also da will sich schon was lockern und ich finde es ganz gut, dass wir das mit Video aufnehmen. So kriegen wir den hoffentlich später auch wieder zusammen. So, keine Riemen runter. Der sieht wirklich noch gut aus. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Den sollten wir vielleicht nicht so unbedingt knicken. Den hängen wir mal hier schön mit auf. Ich muss nur da denken, wo ich den egal habe. So, jetzt kommt nämlich die Kupplungsglocke. Mit dem kleinen Ring hier. Noch einen kleinen Ring. So. Distanzring, ne? Ich will euch aber nicht verraten, wie man das Ding schneller machen kann. Ja, das ist ja eigentlich auch schon die Vario. Oh, ich dachte eigentlich, die Vario-Gewichte sehen schlimmer aus. Die sehen ja richtig gut aus. Na schön, dann mal was sie. Gewichte drin. Da brauche ich ja doch gar keinen Kopf zu machen. Ich dachte echt, das sieht schlimm aus. War alles gut. Oh Gott, wie sehen denn die Schrauben hier aus? Sehen die schon immer so aus? Ja, doch, das sieht ziemlich mit Absicht so aus, als wären die so, ja. Als sei das so gewollt. Ah, dann können wir das hier schon mal verschließen. Hey, das überrascht mich wirklich. Keine neuen Sachen, das ist schön.
Und hier sieht man auch ganz gut die Funktion, wie das Ding hier aufgeht. Der Rehm rutscht dort rein und dadurch beschleunigt der Roller sich. Beschleunigt der Roller. So. Schauen wir mal doch mal hier oben hin, wie das hier so aussieht. Das mit den... Ah, das ärgert mich so richtig hier. Es gibt immer schöne und nicht so schöne Nachrichten. Die nicht so schöne haben wir ja schon so halt mitbekommen. Komm, erstmal bauen wir den Vergaser hier ab. Was ist das denn hier? Kriegen wir den hier lose? Probieren wir es mal. 6 Kant. 5er, das müsste eigentlich ganz gut passen. Ja, mehr oder weniger, wenn es sauber ist. Sauber wäre.